man glaubt es immer, es träfe einen selbst nicht, aber man ist dieser mitleidlosen Selektion genauso ausgesetzt. Beim Menschen ist das nur so, dass diese Dissipationsspanne dieser Halbwertszeitsverfalls Erprobungszeitraum doch ziemlich aufgespannt ist, denn bei so komplexen, eingestülpten Wesen, wie wir es ist, sind, braucht es bis zur Entfaltung schon fast 20 Jahre. Und die besten Experimentergebnisse zeigen sich dann auch erst innerhalb der nächsten 10 bis 30 Jahre. Danach kehrt wieder Ruhe, Müdigkeit und auch eine gewisse Rücksichtshaftigkeit und Gnadenhaftigkeit der Natur ein, denn sie lässt einen allmählich langsam dahinschwinden und nicht mehr so getrieben werden.